Das Volk ist mit seinen Führungseliten zufrieden, die Eliten sind aber nicht mit dem Volk zufrieden. Das ist ein Paradox, da müssen wir versuchen, etwas Klarheit reinzubringen. Und deswegen wollen wir ganz an den Anfang, wir gehen ganz an den Anfang zurück und schauen uns mal an, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Wir finden in allen Gesellschaften, mit Ausnahme der allerprimitivsten, wir finden in allen Gesellschaften eine Gegenüberstellung einer kleinen Gruppe von Herrschenden und einer großen Gruppe von Beherrschten. Und das natürliche Ziel der Herrschenden ist immer, ihre Herrschaft zu stabilisieren. Das ist trivial. Die Athener, die hatten so eine Art Truman-Doktrin, die sagten, wir dulden keine neutralen Staaten in unserer Nähe und stellten die Melier vor die Wahl Vasall oder Vernichtung. Daraufhin hat Athen die Bevölkerung vernichtet. Und in diesem Dialog mit den Meliern argumentierten die Athener, weil die Melier sagten, es muss doch recht und moralische Kriterien geben. Da sagten die Athener, Recht gibt es nur zwischen Gleichstarken. Recht kann immer nur zwischen Gleichstarken gelten. Wenn jemand schwächer ist, dann tue der Starke, was er könne, und erleide der Schwache, was er müsse. Das nennt man heute Realpolitik. Militärische Macht, ökonomische Gewalt, soziale, ökonomische Verelendung, das sind all die Methoden von Hard Power. Und daneben hat sich ein Bereich, Hard Power hat natürlich den Nachteil, hatten wir schon drüber gesprochen, Hard Power regt in uns einen natürlichen Widerstand an, das mögen wir nicht, weil wir bestimmte moralische Sensitivitäten haben, wir mögen keine Unterdrückung, sowohl von uns selbst, wir mögen sie aber auch bei anderen nicht sehen. Wie können wir Herrschaftstechniken entwickeln, die weniger Widerstand aktivieren? Das ist dann das, was man heute Softpower nennt. Da gehört fast alles zu. Medien, Schulen, humanitäre Stiftungen, Thinktanks und so weiter und so weiter und so weiter. Softpower hat den Vorteil, dass es unsere psychischen Immunsysteme unterläuft. Das hat einer der einflussreichsten Kommunikationsforscher und Propagandatheoretiker, Harold Lasswell, auf den Punkt gebracht. Meinungsmanagement ist billiger als Gewalt, Bestechung oder irgendeine andere Art von Kontrolltechnik. Ökonomische Gründe sprechen also dafür, vorwiegend Softpower einzusetzen und diese Techniken zu verfeinern. Die Zukunft der Macht liegt in Softpower, weil nur Softpower das Widerstandsimmunsystem der Bevölkerung unterlaufen kann. Thaler und Sunstein sind ebenfalls Obama-Berater, ganz einflussreiche, ein Verhaltensökonom und ein Jurist, die dieses Buch Nudge heißt Schubsen. Hier sehen Sie genau wieder die Wirksamkeit unserer Metapher. Die Menschen verhalten sich von Natur aus nicht rational. Die Menschen sind jetzt natürlich das Volk. Und sie bedürfen deswegen eine Portion List, einen Schubs. Sie können wirklich nicht ermessen, in welchem Verhältnis das Wissen, das die Eliten zur Verfügung haben, potenziell. Und unsere Einsicht, weil wir nämlich die Natur unserer Psyche kriegen wir gar nicht mit, die funktioniert einfach. Wir kennen diese Eigenschaften unseres Geistes gar nicht. Hier sehen Sie nur mal ein Beispiel aus Wikipedia. Wovon hängt eigentlich das Entscheidungsverhalten ab? Da haben Psychologen hunderte von interessanten Eigenschaften herausgefunden, die wir alle gar nicht kennen. Das heißt, die Eliten wissen genau, wie können sie unsere Entscheidungen manipulieren. Und wir haben nicht mehr das Wissen darüber, welches Wissen die Eliten eigentlich dabei nutzen. Die gesellschaftliche Blüte der Psychologie und der Sozialwissenschaften, vor allen Dingen in den USA, verdanken sie weitgehend der Tatsache, dass sie sich in den Dienst der Erforschung von Softpower-Techniken gestellt haben. Das ist eine ganz wenig bekannte Tatsache. Die größten Teile der Psychologie und Sozialwissenschaften arbeiten an der Erforschung dieser Dinge. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus zum Herrschen geboren. Und es gibt Menschen, die sind von Natur aus zum Dienen geboren.
Es gibt also geborene Hirten und es gibt geborene Schafe. Diese Unterscheidung findet sich ganz explizit schon bei Aristoteles. Friedrich II. Schreibt an Voltaire, das gemeine Volk modert immer im Schlamm seiner Vorurteile dahin. Und ein anderer Zeitgenosse schreibt, sie sind blöde genug, sich von anderen mit offenen Augen betrügen zu lassen. Das ist das Volk. Sodass Voltaire verwundert feststellt, der Volksbegriff wird völlig neu gefasst und Voltaire sagt, Volk scheint jetzt, so wie die Leute drüber sprechen, also die Eliten natürlich, Tiere unterhalb des Menschengeschlechts zu sein. Und jetzt brauchen wir nur noch einzufüllen, damit wir unsere Lämmermetapher auf ein pseudowissenschaftliches Fundament gestellt haben. Ein Fundament, das auch für die Schafe so überzeugend ist, dass sie dies als Ideologie übernehmen und bereit sind, ihre Hirten, sozusagen ihre Schlachter selbst zu wählen. Das durchzieht eigentlich die gesamte Literatur. Das Volk ist irrational, das Volk ist triebhaft, das Volk ist launenhaft, rationalen Argumenten nicht zugänglich, ist auf kurzfristiges Eigeninteresse aus. Die Eliten hingegen sind verantwortlich, besitzen genügend Weisheit und so weiter. Damit haben wir eine Rechtfertigungsideologie. Jetzt haben wir eigentlich, wir haben jetzt die wichtigste Basisideologie, eine Rechtfertigungsideologie, durch die sich sicherstellen lässt, dass der Status der Herrschenden, das heißt insbesondere der Besitzenden, auch in einer Demokratie nicht gefährdet ist. Einfacher würde man es natürlich den Hirten machen, wenn sie gar nicht zu lügen brauchten, weil das Volk gar kein Interesse mehr an der Wahrheit hat, weil das Volk so apathisch und infantilisiert ist, dass es dem Volk egal ist, was ihm erzählt wird. Die wirksamste Manipulation unseres Geistes zielt gerade darauf, unseren Geist vollständig zu blockieren, unsere mentale Kapazität zu blockieren, überhaupt Überzeugungen auszubilden. Gibt's ganz tolle Tricks. Das Bild zeigt sie aber schon in einem. Konsumismus, Infantilisierung, alles Mögliche. Das ist ein Punkt, den Hannah Arendt schon sehr deutlich erkannt hat, dass sie sagte, das Ziel eines totalitären Systems liegt nicht darin, bestimmte Überzeugungen, du musst jetzt das glauben und du musst jenes glauben. Nein, es muss denen völlig egal sein, was sie glauben, weil sie gar keine Fähigkeit mehr haben, irgendwelche Überzeugungen auszubilden. Ein Thema, was in den 20er Jahren im Grunde die gesamte Literatur zum Demokratiemanagement durchzog. Das Wichtigste ist, wie lässt sich eine Apathie des Wahlvolkes erreichen? Leo Strauss ist einer der einflussreichsten realpolitischen Philosophen. Und er ist der Hausphilosoph der amerikanischen Neokons. Aber das ist das Salz der Demokratie. Das sind nämlich die Bürger, die wir brauchen, die nichts außer die Sportseiten lesen und die Comic-Section.